Wir sind hier auf der IBC 2018 auf dem Layard-Stand. Teil der Layard-Gruppe ist auch die deutsche Firma TerraQ, Spezialist für Streaming- und IP-Videosysteme. Neben mir Andreas Spaderna. Und wir haben ein paar Fragen mitgebracht. Wir haben von der neuen TerraQ Application Cloud gehört. Was können wir uns da genau darunter vorstellen? Die TerraQ Application Cloud ist eine komplette Neuentwicklung einer dezentralen Lösung für Stream-Routing, Stream-Transcoding und Livestream-Management. Das Ganze ist dynamisch, ist mit Benutzerverwaltung, Rechteverwaltung und für die cloudbasierte Anwendung gedacht. Okay, also eine Art Kreuzschiene für Streams, die alles Mögliche umsetzen, schalten, verwalten und auch transkodieren kann. Zum Beispiel. Es wird auch SRT unterstützt. Was bedeutet das genau und was ist der Vorteil? SRT bedeutet Secure Reliable Transport und ist ein Protokoll mit Fehlerkorrektur. Denn es wird immer mehr Livestreaming übers Internet betrieben und Internet ist dafür eigentlich nicht geeignet, weil Fehlerverluste, Paketverluste vorkommen. Und in diesem SRT-Protokoll ist die Fehlerkorrektur integriert. Okay, also sichere, stabile Übertragung übers Internet. Genau. Sie haben auch einen dynamischen Stream-Abruf mit Transkodierung erwähnt. Können Sie das anhand eines Beispiels erklären? Ja, wenn wir hier jetzt mal als Beispiel eine Installation nehmen mit vielen hundert Kameras, zum Beispiel Verkehrsüberwachung, Bahnüberwachung, dann wäre bei einem Streamaufkommen von mehreren hundert immer eine riesige Netzwerklast, eine Grundlast da. Und mit unserem System werden die Streams dynamisch aufgerufen und nur dann über das Netzwerk geleitet, wenn auch wirklich Bedarf dafür besteht, dass jemand anschaut. Zum Beispiel auch mit integrierten Transcoding, damit der User genau das bekommt, was er will. Läuft automatisiert ab, man klickt einen Button, bekommt den Stream so, wie man braucht. Okay, das heißt auch effiziente Verteilung der Netzwerkstreams, ohne dass etwas überlastet oder gefährdet wird. Okay. TerraQ steckt sehr viel in die Entwicklung von diesen neuen Mechanismen und in die neuen Techniken rein. Ist das der erste Schritt zu einer komplett neuen Plattform? Tatsächlich ist es der Beginn einer komplett neuen Plattform. Das ist basierend auf bereits existierenden Produkten von der Funktionalität, aber die Entwicklung ist komplett neu und beginnt jetzt mit Stream-Routing, Transcoding, Protokollanpassung und wird dann Stück für Stück erweitert, Aufzeichnung, Wiedergabe und sämtliche Funktionalitäten, die in den heutigen modernen Stream-Anwendungen benötigt werden. Super, vielen lieben Dank. Viele Neuheiten für Streaming und IP-Video hier von TerraQ auf dem Layard-Stand und schöne Grüße von der IBC. Mehr Informationen gibt's auf www.terraq.com. Dankeschön.